kleinen Problemen, die wir gerade haben. Wir werden jetzt erstmal eine Zelle bauen für, Moment, für unsere psychisch Kranken. Wir haben nämlich inzwischen zwei. Und ja, damit endet das Problem ja nicht, denn wir haben, oder ich habe noch ein kleines Problem. Und zwar werde ich hier erstmal diese Zelle bauen. Nee, nicht so. Meine Güte. Okay, ganz kurz, ich muss ja. So. Nee, auch nicht. Jetzt geht's los. Leute, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. So bauen wir die, oder? Genau, folgendes kann ich euch auch gleich zeigen, wenn wir dieses Ding hier gebaut haben. Wir haben nämlich jetzt folgendes Problem, dass diese Leute, diese Gefangenen, die hier drin waren, nicht in die Zellen gebracht wurden, weil anscheinend die Zellenqualität zu hoch war. Ja, also wenn man das als Allgemeinzelle wohl ausweist, hat das nicht funktioniert. Wir werden jetzt dann aber uns gleich darum kümmern, sobald wir das hier unten gebaut haben. Und diese zwei Räume hier oben sind jetzt auch soweit fertig. Erst einmal gebaut. Und hier unten, ja, das müssen wir noch bauen, das ist aber okay. Wir bauen jetzt hier aber erstmal unseren neuen kleinen Psychotrakt. Ich weiß, dass die nicht, dass die auch nicht eigentlich mit den anderen essen sollten und so weiter. Das ist mir alles bewusst. Aber wir müssen das jetzt erstmal so machen. Türe öffnen. Wir werden das jetzt auskleiden. Und zwar mit Wänden, die gepolstert sind. Nämlich, müsste ich da, habe ich da Wände, die gepolstert sind? Oder weiß, Wand, hohe Sicherheitsstufe, Wand verwittert, Jutan. Oder muss ich da, ich habe das ja noch nie gebaut. Gefließte, weiße. Okay. Oder muss ich da einfach Räume mal schauen. Böden erst einmal, Böden. Gepolsterter Boden, okay. Dann werde ich hier mal einen gepolsterten Boden reinmachen. Ich will das jetzt eigentlich noch nicht als Raum ausweisen, sonst kommt da gleich jemand rein. Und das will ich ja eigentlich nicht direkt. Aber was wir da drin auf jeden Fall noch brauchen, ist ja ein Bett. Ein normales Bett. Und eine Toilette. Es ist schon wieder komplett falsch gebaut. So, was ist denn hier? Ständiger Wechsel oder? Ah, nee, die ist noch nicht angeschlossen, die Kamera. Verbinden wir doch mal auch hier. Ich glaube, da oben müsste doch auch noch eine Kamera sein, oder? Nee, da ist keine Kamera. Ja, dann passt das ja. Okay. So, das müssen wir jetzt hier raus abreißen. Ja, achso, ja, okay, ist schon in Arbeit. Und diese Wand hier müssen wir noch einreißen. Lichter haben wir überall drin. Okay. Ja, dann müssen wir eben, wie gesagt, wir müssen schauen, dass wir jetzt für die psychisch Kranken etwas bauen. Und hier habe ich ja noch eine Tür reingebaut und eine Wand beim letzten Mal. Und das hat den ganz einfachen Grund, dass ich übers Schnellbauen einfach keine Lust hatte, das jetzt irgendwie einzeln zu bauen. Ich wollte einen Psychiatrieraum, den Psychiatrieraum hier haben und den einfach so anbauen hier. Aber da steht die Tür halt auch wieder super blöd, ne? Meine Güte, ey. Das ist echt mal teilweise eine nette Herausforderung. Wie hat dieses Gequietsche hier? Was ist dann das? genau, hier unten haben wir das Büro, da haben wir 404, das ist eigentlich ein ganz normales Büro. Rutschen die hier rum, oder? Ist das das hier, was so einen Lärm macht?
Soll ich, das ist kein Stühlerücken hier. So, ich baue das jetzt einfach mal hier so hin. Und baue da auch noch eine Personaltür rein. Dann kann man das nämlich das so belassen. Dann werde ich die hier abreißen und auch die Wand da abreißen. Das kann sich ja keiner antun mit der Schulung. So. Genau, hier oben wollte man auch die Heizungen alle verbinden, weil es ja doch jetzt langsam kalt wird. Da fehlt immer noch ein Rohr. Ja, das ist einfach nicht schön gemacht hier. Mit diesen Warmwasserrohren. Das hätten sie auch ein bisschen edler machen können. Dass das auch passt. So ist das. Wir werden jetzt mal schauen, ob wir hier jemanden noch in der Verwahrungszelle haben. Geh mal bitte da rein, dass wir da reinschauen können. Dass wir da was sehen. Ja, da sind immer noch welche drin. So, jetzt ist die Zelle, die die eigentlich kriegen sollten. Jetzt ist es so, dass diese drei Damen, die jetzt hier drin sind, jetzt haben wir die verfügbaren Zellen, sind zu hochwertig für diese Häftlinge. Also selbst diese Zellen sind zu hochwertig für die, weil die schon, weil die ein Fenster haben und keine Ahnung, ein Heizkörper. Wir sollten für die jetzt noch eine schlechtere Zelle bauen und das will ich gar nicht. Also werde ich das jetzt erst einmal so machen, dass ich, ja, solange das nicht so ist und solange ich mir das überlege, wie wir das machen, werde ich das jetzt unter den Regeln, ist das glaube ich ganz unten, die Zellenqualitätsbewertung, soll anscheinend helfen. Wir schalten das mal ab und dann schauen wir mal, ob die wieder zurück in eine normale Zelle, also in irgendeine Zelle kommen. Weil das ist ja nicht so, dass die da nicht rein durften. Wir haben ja auch laut Logistik, jetzt haben wir zwar den Zellenstatus, wir haben hier unten noch genug freie Zellen. Gut, die sind jetzt womöglich zu hochwertig. Dann müssen wir halt die verlegen. Also die verlegen die nicht automatisch, so wie ich das sehe. Wir verlegen die jetzt einfach mal. Vielleicht hätte das auch schon geholfen. Dann müsste man die halt immer manuell verlegen. Das ist aber auch Quatsch. Ja, dann kommen die halt erstmal in die Zellen. So ist es halt denn. Dann kriegen die halt so eine tolle Zelle. Aber die Zellen sollen sowieso später denn den Niedrigsicherheitstrakt soll das ja hier werden. Aber machen wir das jetzt auch noch so. Und dann ist das auch völlig okay. So habe ich mir das auf jeden Fall mal gedacht. Und das soll eben der Trakt werden, wo eben denn die nicht so netten reinkommen. Jetzt müssen wir schauen. Jetzt haben wir nämlich zwei Häftlinge, die anscheinend ankommen. Wir schließen das jetzt hier mal kurz. Denn ich möchte ja den Umbau jetzt in Angriff nehmen. Das heißt, ich würde hier zwei Zellen entfernen. Noch einmal. Die und die hier. Oh, da habe ich zu viel entfernt. Genau. Verwahrungszelle, nee, normale Einzelhaftzelle. Nee, auch nicht. Das sind ja normale Zellen. Jetzt, so, jetzt kommen wir wieder. Jetzt kommen wir wieder daran, wo wir hin müssen. Genau, und wenn die zwei Zellen hier unten noch fertig sind, dann lösen wir langsam auch das da oben auf. So, jetzt sollten die zwei Gummizellen hier fertig machen werden. Jetzt werden wir das hier mal nochmal verlegen. Das möchte ich nämlich doch hier unten haben. Und das hier möchte ich auch verlegen. Das möchte ich nämlich hier haben. Und dann möchte ich auch da ein Bett drin haben natürlich. Zwei normales Bett und die Toilette dann hier haben, hier die Toilette hin und so das Bett hier haben. So, dann möchte ich noch eine Ziegelwand hier haben und eine Ziegelwand hier. Und dann brauchen wir noch hier den Psychiaterraum. Machen wir auch mal fix hier. Psychiatrieraum.
nicht den Psychiater, sondern es ist die Psychiatrie. Der braucht noch einen Büroschreibtisch. Gehen wir ihm auch gleich. Gucken wir mal, was der alles braucht. Der typische Büroschreibtisch. Dann braucht er natürlich einen Sessel, wo er sich pflanzen kann. Natürlich einen Aktenschrank, sonst ist es kein Büro. Und einen schönen Ledersessel, da wo er sich hinhocken kann. Und ein breites Sofa. Was haben wir noch? Hocker? Nö, brauchen wir nicht. Was ist das hier? Ah, okay. Okay, da schaltet sich sogar noch was. Wow, neues Feature. Es schaltet sich erst was frei, wenn ich jemand geheilt habe da drin. Licht brauchen wir auch noch. Auch hier drin brauchen wir Licht. Machen wir hier eins hin und machen wir hier eins hin. Und dann brauchen wir natürlich, glaube ich, auch eine normale Türe, würde da reichen. Und wir brauchen Stromversorgung. Müsste sogar noch gehen, oder? Ich weiß es nicht. Wir ziehen jetzt trotzdem hier mal Strom rein und wir ziehen jetzt auch mal hier Strom runter. So. Und auch Wasserleitungen. Auch hier runter. So, und hier runter. Auch schön. So. Dann entfernen wir das hier. Das können wir abreißen und auch die Wand können wir dort abreißen. Und wir müssen die noch irgendwie gummimäßig machen hier. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube, jetzt könnten wir mal hier einen Raum ausweisen, eine Gummizelle. So, das wäre jetzt eine Gummizelle. Was muss da jetzt noch sein? Bett. Bequemes Bett. Ah, Bett ist drin. Jetzt passt's. Okay. Das wird auch eine Gummizelle. Und da sollten wir jetzt noch den Boden polstern. Ah, die Wände werden hier automatisch gepolstert. Okay. Gut. Wände werden automatisch gepolstert. Dann können nämlich da die Verrückten rein. Jetzt schauen wir mal, wie viel psychisch Kranke wir schon haben. Jetzt wollen wir hier mal wieder Vollbelegung nehmen, wollen wir nicht. Genau, wir haben aktuell 2 psychisch Kranke. Das ist ein Besucher, der sieht schon aus wie ein Gefangener, ey. So, genau, dann haben wir nämlich hier 2 Gummizellen. Die kommen jetzt da rein. Ne, Knight und Allison, die werden in die Einzelzellen wahrscheinlich verfrachtet. Dann wieder Bockmist gebaut. Und genau, wir können jetzt ja schauen, dass wir vielleicht dann schon mit dem Transfer beginnen, wenn hier unten die Zellen fertig sind, würde ich sagen. Würden wir das mal machen. Würden wir das mal in Angriff nehmen. So, jetzt ist da schon eine Dame drin. Sehr schön. Die ist noch relativ relaxed, glaube ich, so wie die aussieht. Ich glaube, die andere war schon ein bisschen mehr durch. Genau, die sollten das ja hier noch abbauen. Und dann werden wir ja mal Copy-Pasta machen. Die Tür werden wir andersrum legen. Die möchte ich so, glaube ich, dann so rum haben. Die soll nach da aufgehen. Schön. Ist auch wieder interessant. Sie bauen diese 2 Rohre, die eigentlich viel wichtiger werden. Nicht zuerst, sondern erstmal hier unten das Ganze. Naja, so ist das halt. Genau, die bauen jetzt Psychiatrie. Psychiatrie, den Psychiater meine ich. Büro des Psychiaters. Und das ist der Psychologe. Und dann schauen wir mal, dass wir diese Zellen hier nämlich ausweisen. Schauen wir mal, was passiert. Genau, also, was passiert, wenn jemand was zerstört? Dann runter, hoch. Also ist es denn hoch? Wird es denn eine Stufe, wenn jemand schwer verletzt? Wird in eine Stufe hochgesetzt. Bei Mord auch natürlich. Waffenbesitz. Drogenbesitz. Drogenbesitz haben wir ziemlich oft. Da werden wir mal ein bisschen strenger vorgehen.
Waffenbesitz klar, Berauschung, schwere Verletzung, da werden wir auch alles durchsuchen natürlich und auch die Person durchsuchen, Personal angegriffen, hallo. Da wird natürlich auch hochgesetzt, Gefangene angegriffen, werden wir auch hochsetzen und die Zelle durchsuchen und bei der Zerstörung ist erstmal so wie es ist, würde ich sagen. Muss man hier noch uns um die Lichter? Ne, das habe ich schon gemacht. Ah, jetzt habe ich hier, was habe ich denn hier für? Ach, das sind jetzt Außenlichter drin, weil das ja noch gar nicht fertig ist. Deswegen haben die jetzt Außenlichter draus gemacht. Ja, ganz toll. Werden wir die halt nochmal rausnehmen. Dann müsste ich nämlich diesen Block hier als hier normale Sicherheit, ein normaler Sicherheitstrakt. Das ist der Schutztrakt, nur für Personal. Psychosicherheitstrakt, ja, das kann man dann zum Beispiel hier machen. Das ist der Psychosicherheitstrakt. Da sitzen die Psychos drin. Und aktuell haben wir nur zwei, das ist noch völlig in Ordnung. Ja, so viel zu den psychisch Kranken und so viel zu dem allgemeinen Kranken, zu allgemeinen Gefängnis. Was wir natürlich machen könnten, ist, dass wir jetzt als beides verausgeben und dann das Gefängnis sperren. Ich glaube, das werde ich machen. Das ist eine gute Idee. Ich werde das jetzt folgendermaßen machen. Wir werden jetzt hier diesen Trakt hier, den jetzt wieder als allgemein erstmal setzen. Dann unsere Einlieferung. Das hier komplett runtersetzen. Ist sowieso geschlossen. Dann werden wir die alle als Zellen wieder ausweisen. Räume will ich. Ich möchte Zellen haben. So, dies alles hier werde ich wieder als Zellen ausweisen. Hier genauso auf der Seite. Haben wir nämlich wieder jede Menge Zellen. Werde ich gucken, ob hier auch überall Lampen drin sind, weil das habe ich ja gerne mal vergessen. Ja, die dreht auch schon wieder durch hier die Boxen ein bisschen. Schön, oder? Allison trainiert. Da sollte ihr Pocalin nicht zu nahe kommen. Und dann müssen wir noch hier so ein Jungspund hier so ein Psychiater hier einstellen. Medizinisches Personal, das für die Arbeit mit psychisch kranken Insassen geschult ist. Okay. Muss ich da... Ich stelle einfach mal zwei ein. Ich habe ja keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was die eigentlich machen. Wir werden mal sehen, was die hier machen. Wir werden die mal ganz kurz verfolgen. Die laufen jetzt einfach nur erstmal rum. Oder gehen die da in den Trakt rein? Nee. Wo geht der hin? Der macht erstmal Pause. Er ist auch frisch angestellt. Nee. Macht er nicht. Okay. Er geht in die Rezeption. Alles klar. Gut. Wir werden... Genau, das wollte ich hier noch machen. Genau, das wollten wir noch machen. Wir weisen das hier nämlich jetzt als normal aus. Und als, also nicht nur normal, sondern niedrig und normal. Den können da nämlich beide rein. Beide Sicherheitsstufen vorerst. Und hier können wirklich nur die niedrige, kann wirklich nur die niedrige Sicherheitsstufe rein. Und dann würde ich sagen, machen wir das Gefängnis auf mit Vollbelegung für normale Sicherheitsstufen. Dann kommen 15 Stunden 20 neue Insassen und wir werden mal sehen, was wir dann benötigen, weil dann wird es wieder wahrscheinlich heiß und wir werden jede Menge weitere Sachen bauen müssen. So sieht's aus, Freunde. Bis zum nächsten Mal, wenn wir weiter hier rumbasteln und dann werden wir mal schauen, was wir noch alles benötigen und was wir ganz schnell bauen müssen. Bis dahin ist auch unser Zellenblock hier unten fertig. Danke. Und tschüss.